50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein kleines, von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf leistet dem Eindringling immer noch Widerstand. Um sie gefangen zu halten, hat Cäsar eine riesige Palisade um das Dorf errichtet. Asterix und Obelix beschließen, Cäsar zu zeigen, dass nichts und niemand sie auffangen kann. Sie werden durch das Römische Reich reisen und aus jedem Land ein Andenken mitbringen. Und damit willkommen zu einem wunderschönen Spiel. Wir spielen Asterix und Obelix, das zweite mir bekannte Super Nintendo Spiel. Und ja, so, wir gehen erstmal kurz in die Option und ich schalte hier auf leicht ein. Habe ich schon so gespielt mit Mittel, war fast schon Spiel für mich. Hat nicht so viel Spaß gemacht, jetzt geht's nochmal los von vorne, weit bin ich nicht gekommen. Und ja. Also, wir spielen mit Obelix. Spielt sich fast gleich wie mit Asterix. Hier haben wir Majestix, Miraculix und Methodolix im Dorf der Unbeugsamen oder im Dorf der Spinner, wie es andere auch sagen. Und ja, wir sind Obelix. Wir sind da ein bisschen stärker als Asterix, glaube ich, oder gleich stark. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jedenfalls ist es ziemlich gleich zu spielen. Ich glaube, Asterix ist ein klein wenig... kann weiter jumpen. Ich habe das Wildschwein verpasst, egal. Und beide spielen sich eigentlich gleich. Aber Asterix bekommt das Item Zaubertrank. Und Obelix ein Wildschwein und wie kurze Zeit unverwundbar. Ja. Das Spiel bekam ich. Also ich konnte auswählen damals Asterix und Obelix oder Donkey Kong Country, und die Donkey Kong Country Serie hat mir damals nicht so viel gesagt, und auch sonst mit so Nintendo eigenen Marken hatte ich es damals nicht so und habe dann lieber Asterix gezockt, weil Asterix kenne ich. Und ja. Und ja, es ist auch sehr mit schön und viel Liebe gemacht. Und ja, ich merke gerade, vorhin im Medium hat alles viel mehr Energie abzunehmen und viel weniger Energie gebracht. Und hier ist es viel schöner zum Spiel. Und ihr seht, die Römer fliegen im Hintergrund wieder runter. Und ach, ich finde es auch herrlich, sowas. So viel Liebe drin und alles. Und schön gemacht. Und ja, was will man? Und ich finde, das Obelix macht es auch richtig Spaß, die Römer zu verdreschen. Ne? Ich meine, die spinnen die Römer. Und was soll dazu noch gesagt sein? Man kann, wie gesagt, Asterix und Obelix spielen oder Asterix oder Obelix. Wie ärgerlich! Es soll ein Rugby-Match Britannium gegen Rom stattfinden und Cäsar hat unsere besten Spieler eingesperrt. Kannst du uns helfen, sie zu befreien und das Match zu gewinnen? Natürlich, machen wir doch. Gut. Die Überfahrt. Kann das mit gleichnamigen Buch oder Manze. Oder ja. Okay. Ja, es ist dasselbe. Es gibt nicht wie bei Looney Tunes andere Level und so. Gut, dann gönnen wir uns doch diese Version. Also die leichte Version. Macht doch viel mehr Spaß. Die Überfahrt aus Asterix in Amerika und wie gesagt die Überfahrt mit der Schaluppe hier. Jo. Das war auch damals, hatten Spiele so auf Nintendo-System, manchmal hatte ich das Gefühl, einfach viel mehr
Flair, viel mehr Charme auf Sega auch, aber ich, ja gut, ich hatte ja gar keine Sega Dreamcast, Dreamer. Junge, lern Deutsch oder Englisch. So, jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Bam, bam, bam. Hier die Items und ich sehe, wir haben einen wuchtigen Schlag, die unverwundbar sind. Was ich nicht ganz begreife, ist die Helme. Helmpflicht, hä? Weil das haben wir ja nur in Asterix 1, also im Vorgänger, Asterix. Den habe ich mal letztes Testet vor irgendwie 3 Jahren noch abgegrappet und so. Und das hier mache ich mit Emulation und mit Save States, die ich nicht, im Moment nicht mal gebrauche so schön. Ihr seid schnell, aber ich bin schneller und stärker. Und mit der Energie, ich mache jetzt auch nochmal ein Save State. Ja, ich kam schon weit, aber trotzdem, es hat einfach alles Energie abgezogen wie Sau. Dazu noch, ja, ich weiß nicht. Jetzt kommt der wieder. Bam! Und das gibt auch Energie. Und die Energie ist auch so schnell wieder aufgefüllt. Einfach schön und hier kommt. Am besten macht man es so genau. Ja, ich habe das Spiel vor 15 Jahren zuletzt gezockt. Also sorry, wenn ich hier nicht mehr jeden Gegner auswendig weiß, wenn er kommt. Aber ich weiß jetzt wieder, dass hier am besten ist, wenn man schlägt. Button Smashing. So, es bringt nicht da so viel, aber es bringt was. Viel schlecht immer von hinten kämen. So. Und jetzt sind wir auf dem Land. Nein, auf der Klippe genau. Machen wir ein Selbstdate. Also ich finde die Gegner brauchen auch viel weniger, bis sie down gehen und das ist gut. Vorhin hatte ich wirklich auf Medium und es war komplett schwierig. Es war so schwierig, ey. Aber so geht's. Hör auf zu lachen, du Sack. Stümmer Sack. Hä? Okay. Mal wissen, was der so... Und genau deshalb hat man selbst jetzt, liebe Leute. Sorry. Unüberlegten Jumps kann ich gesehen gewesen sind. Nein, habt ihr was gesehen? Ich nicht. So, hier kommt doch ein Vogel, oder? Da kommt ja erst hier. Irgendwo kommt doch ein Vogel, das weiß ich. Ich höre ihn ja. So. Ja. Wenn man zu zweit spielt, muss man da eben mit Asterix rauf. Und eben mit Obelix. Ah, kommst du? Bam! Ist alles viel einfacher so. Und ja, das macht mir was aus beim Spielen. Das ist einfach wirklich schwer. Gut, das schwerste Spiel, das ich kenne und das wohl jeder Retro-Zocker oder so kennt, ist die Schlümpfe für Super Nintendo. Das ist wirklich so abartig schwierig. Ja, damals, auch wenn das Spiel mal schwierig war, da hat man es gespielt. Ne? Also ich bekam nicht alle jeden Monat ein Spiel oder hab mir eins gekauft oder so. Das war die Abkürzung für da. Und wenn ein Spiel schwierig war, hat man eher Freude, weil so war es auch so, dass man mal ein bisschen Zeit hatte damit. Ne? Hat man nicht gleich in 2 Stunden durchgespielt, man hatte ziemlich, ja. Also uns hat's gefallen, mir hat's gefallen. Eigentlich wie es euch geht, aber wenn ein Spiel nicht gleich in 2 Stunden durch war, hat man das schon genossen. So, hier muss ich hier auf. Und hier geht's nämlich. Okay. Man muss nach oben. Das ist das Problem hier. Aber ich komme auch so durch. Den kann man, irgendwie kann man den nicht bashen. Aus welchem Grund auch immer. Das gibt mir One-Up. Vielen Dank. Und wir sind auf dem Land. Da gibt es ein Safe State. So. Wir sind auf Time Limit. Ich kann nicht alles immer erklären. Also in der ersten Aufnahme
auch besonders im Dorf viel Zeit verbracht, euch ein bisschen was gezeigt. Na wartet. Und wir sind wieder unverwundbar. Schade, dass das nicht die Energie auffüllt. Aber gut. Also ich finde es ein schönes Spiel. Findet sie es nicht auch ein schönes Spiel? Alter, genau, jetzt hört es auf. Genau. Ist da vielleicht noch Energie? Nö. Macht auch nichts. Und jetzt sieht man auch besonders gut die Römer so fliegen. Ja, so Sachen, die schön sind. Mit viel Liebe zum Detail gemacht. Ist doch schön. So was genießt man. Ach, die Römer sind nicht so stark hier. Gehen auch mal down, sind nicht so schnell. Ja, macht mir schon was aus. So. Bam. Hier kommt doch sicher noch ein... Nein, nein, der Curio kommt jetzt nach. Centurio oder der Curio? Nein, hier kommt er. Komm mal. Bam. Übrig bleiben nur die Sandaletten. So. Und Energie. Hier war noch irgendwo ein hohes Level. Im Untergrund haben wir das. Doch hier. Er ist doch nicht dick, aber ein bisschen schwer und deshalb kann ich hier runter. Schön. Ja. Kein Problem. Ich kenne es noch von vorhin. Soweit habe ich auch noch gespielt. Schnauze! Ich finde es schön. Ich genieße das. Gefällt mir. Gefällt mir. Und so einer wieder. Die sind gefährlich. Sogar sehr. Aber nehmen nicht so viel Energie weg wie... Was willst denn du? Tschüss. Und die Energie, vielen Dank. Ich mach mal selbst das. Boah! Hatte ich die beste Zeit, um sowas zu drücken, ne? Junge, hör auf! Du nervst. So. Wo sind wir jetzt? Und ja, ich weiß, ich habe schon ein paar Projekte am Laufen, aber ich konnte nicht widerstehen, als es mir so in Sinn kam. Ah, ja, das könnte ich mal wieder. Sonic Forces schon noch nicht da ist, weil dank Steam ich es noch nicht spielen kann. Weil mein Account gerobbt wurde, aber gut. Bin dann wieder herstellen, aber dauert nur seine Zeit. Nein, wäre ich nicht reingelatscht. Mein Mikro kurz richten, ja. Und wir haben es geschafft. Nach Londinium. Und gibt wieder Energie. And one up. Schön. So gönnt man das doch. London. Oder Londinium eigentlich, aber gut. Was willst denn du? Haha, kam trotzdem noch ran. Bam, bam. Fahrt hier unten durch. Macht uns aber nichts. So. Hier kommt doch ein Gegner, oder? Nö. Okay. Immer auch nicht böse. Warte mal. Hey, hinter dir. Bam. Ich find's nett. Nett gemacht. Wirklich nett gemacht. Den Räuber, den gehen wir besser aus dem Weg. So, kennt ihr solche Spiele, die, also gut, ich meine, einige von meinen Abonnenten werden wahrscheinlich höchstens mit der GameCube-Ära vertraut sein, aber ich denke, einige kennen sicher auch Super Nintendo-Spiele und ja, könnt mal schreiben, was euch denn so in den Ring geblieben ist. Außer die typischen Verdächtigen natürlich. Ach, der kommt. So, so geht's auch. Ja, Punkte horten. Das geht nur so. Ja. Hi. Da kommt halt noch so einer.
Nee. Okay, ich glaube, die haben viel mehr One-Ups und weniger Gegner hier. Versteckt bei mittlerem Schwierigkeitsgrad und so weit kam ich nicht. So, wir gehen mal oben lang. Was hast denn du für uns? Ah. Energie. Gönnt man sich doch. Ja, den Knopf, den Finger immer auf den Knopf. Selbst der Knopf. Ja, das ist fast unausweichlich, leider. So. Kann man leider nicht ausweichen. Aber ist auch nicht nötig. Bäm. Stell hier schön die Nachtruhe. Ja, ja, ja. Es ist wirklich viel einfacher. Na warte! So geht's auch. Gut, jetzt bin ich so weiter als in der ersten Aufnahme. Und habe dafür etwa einmal länger gebraucht. Ist jetzt ein Turm von Londinium? Könnte ja eigentlich sein, oder? Und das war ein One-Up, hoffe ich mal. Es ist einfach schön. Und ich habe auch den Stress nicht im Hinterkopf von... Es ist halt von Londinium. Den Stress nicht im Hinterkopf. Wegen Passwörtern. Hallo? Was ist denn? Geht das nicht? Ach so! Muss sie befreien. Ach ja, das sind die Rugby-Spieler. Gar nicht mehr gerade gedacht. Mann, hörst du mal auf zu nerven? Okay. Darf ich jetzt nach oben? Ja. Oh, er wieder. Ihr nervt. Du auch. Hör auf zu nerven, du Sackgesicht. Du mit Umsau. Und Energie. Vielen Dank. Weg da. Junge, wie er nervt. Alter. Du nervst tierisch. Oder nicht? Ist doch so. Los, nehm ich. Und da krieg ich's auch noch. Yes. Zeit habe ich nicht mehr. Oh. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber sollte noch gehen. Schnell! Ich kann auch nerven, weißt du? Sackgesicht. Okay, danke. Puh, knapp kein One-Up, aber egal. Oh, nö, 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 das hasse ich. Hallo, Asterix! Noch weißt du, wie das geht? Ah, lol. Ich mach das jetzt mal so. Keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, so weit kam ich privat nie. Ich habe nur mit Passwort gespielt. Ah ja, das kennt man doch. Aus Looney Tunes. So aus Dings. Tiny Toon. Ach, scheiße. Ah. Kann nochmal. Das war jetzt. Ich dachte, ich kann schlagen. Lol. Ich dachte, ich könnte schlagen. Na gut. Alles so komisch. Ah! Man befreit die Spieler und spielt selbst trotzdem selbst. Na gut. Wir können jetzt trotzdem Asterix spielen, das ist doch schön. Das ist jetzt ziemlich Zufall. Fast Bug. Na Mann! Komm mal hin! Ich mach mal hier selbst Date. Ja. Die jumpen auch zu spät. Ist doch wahr.
Ja. Ja. Ja, toll. Ach so, ich kann ewig wie so oft, oder wie? Was zieht mir ja sein One-Ups ab? Nö. Ach komm, Obelix, als ob du davon schon... Ah! Wenn ich das gewusst hätte. Sieht mir ja nicht böse, oder? Nö. Was? Läuft. Ach so, ich muss nochmal. Okay. Diesmal wissen wir ja, wie es geht. Ah, automatisch gejumpt. Dumm. Junge, ihr jumpt zu spät. Na toll. Sorry. Mal random meine ich. Aha. Aber gut, aber gut, aber gut. Alles im Griff, alles im Griff. Wieder alles im Griff. Ich bin einfach zu spät. Also die Gegner. Es zieht mir wirklich eine One-Ups ab. Alles klar. Also ich habe nicht auf mir sitzen, dass ihr es wisst. Der jumpt, der jumpt, der jumpt nicht. Aber ich zu früh. Gott, um Himmels Willen. Ja. Ja. Ja, nein. Ja. Nein, das nervt nicht, nein. Ich hasse solche Minispiele. Junge, bin ich blöd. So. 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 Ah. Ich auch zu spät mach. Ja, ja, ja. Komm, Asterix! Gallien vor, Gallien vor, noch ein Tor, noch ein Tor. Ach, leck mich. Okay. Immerhin! Schön. Nimm unseren Rugbyball als Andenken mit. Er ist so hübsch, ist er nicht? Doch. Danke, T-Fax. Und ein neues Passwort. Und wir kommen nach Helvetia! Mal sehen, was sie mit unserer Kultur machen.